Aladdin und die Wunderlampe einstudiert. Bevor wir beginnen, möchte ich noch etwas erwähnen. Wir haben Headsets, das heißt, es wäre schön und gut, wenn alle Handys aus wären, weil sonst haben wir ein paar Störungen. Warte nichts. Alle Kinder, ihr dürft auf euren Sitzplätzen sitzen bleiben, weil die Kinder, die laufen an euch vorbei und wenn ihr aufsteht, könnt ihr nicht laufen und ihr seht sie nicht. Dann bitte ich noch, dass der Verkauf eingestellt wird während der Aufstellung. In der Pause kann wieder Getränke gekauft werden. Und für Ruhe, damit ihr auch alle hören könnt. Okay? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei Aladdin und die Wunderlampe. Ich habe gerade gesagt, gehört, die Chipstüten nicht raschen. Das macht so viel Kaffee. Okay, viel Spaß. Tschüss. Das Horn eines Einhorns hat gebraucht. Aber wo bekommt man nur so etwas? Ja, es ist zum Mäusemelken. Wie soll man vernünftig zaubern können, wenn man keine vernünftigen Zauberinsignien hat? Ha. Immerhin hast du uns diesmal nicht verwandelt. Oh. Lieber Nachbar, in Menschenkinder. Von den Ekels mich total. Mich auch. Und ich hasse sie. Ich hätte mit einem Zaubertrank alle Menschenkinder in fleißige Bienen verwandeln können. Da würden sie etwas arbeiten, anstatt zu Hause Fans zu sehen. Ha, wenn ich nur besser zaubern könnte, hätte ich in der Zauberschule nur besser aufgepasst. Ich habe da im Buch der Zauberrekorde gelesen,
dass im Land von Sultan Harun al-Rashid eine Höhle gibt. Eine Höhle. Und das soll weiterhelfen. Lass mich halt ausreden. Und in dieser Höhle ist eine Lampe. Drechsel, bist du übergeschnappt? Ich brauch doch keine Lampe. Ruhe! Und in dieser Lampe ist ein Flaschengeist. Wieso denn ein Flaschengeist? Wieso denn kein Lampengeist? Schnuffi, klapp, Drechsel, weiter. Und dieser Geist ist der mächtigste Geist der Welt. Wenn nicht sogar des ganzen Universums. Her mit dem Buch. Und er ist untertan demjenigen, der mit trockener Hand an der Lampe reibt. Die Lampe ist in einer Höhle versteckt. Diese kann mit einem paralysoterischen, anatropischen Kompass einfach gefunden werden. Jedoch lässt es sich nur alle 100 Jahre in der Nacht des wiederkehrenden Grünmondes durch einen ungeschliffenen Diamanten öffnen. Also ich habe gerade überhaupt nichts verstanden. Ich auch nicht. Doch. Die Grünmondnacht ist in 2 Monaten und der ungeschliffene Diamant ist ein Menschenkind mit dem Namen Aladdin. Das zeigt uns der Kompass. Das einzige Problem ist, dass wir keinen solchen Kompass haben. Ah, doch. Mein Opa hat meiner Oma mal einen abgekauft und die hat ihn von ihrem Opa geerbt. Hä? Wieso hat der Opa der Oma was abgekauft? Naja, der Opa, der war reich und die Oma arm. Ah, dann her mit dem Kompass und ab die Post. Das Reich des Sultans brauchen wir fast 2 Monate. Beim Bart des Propheten. So geschah es, dass der Zauberer mit seinen Begleitern zu uns ins Morgenland aufbrach. Oh! Gestatten, dass ich mich vorstelle. Ich bin Sahib Agnesi Ibn Mufti Ben Mufti. Ich bin ein Fakir. Mutig und stark und allwissend. Und ich bin ein grandioser Geschichtenerzähler. Ich erzähle euch heute eine Geschichte. Sie handelt von einem großen Jungen, Aladdin. Schau, Samit, so große Orangen. Die sehen gut aus. Stimmt, schau, eine für dich, eine für mich. Fein. Ja, Herrschaftszeiten, was sehe ich denn da? Kurz schau ich weg und schon steht mir kleine Rotzlöffel das Obst. Na warte, du springst, jetzt sehe ich die Urne. Hab ich nicht, von mir ist der kleine Rotzkuck hier das Kind. Ich war, fang mich doch. Na warte. Ja, wen haben wir denn da? Den Aladdin. Hättest mir doch denken können. Horscht, Willem, was dir Kunststück glatte Hinre beim Sitze Stippitze. Wie bitte? Willst du mir sagen, dass ich nicht auf meine Orangen aufpassen kann, oder was? Will auf deine Orange, noch auf deine Äpfel. Ich hab mein Knirs. Mensch, du hat man toll. Sakra! Mir tut halt niemand so Stippitze kennen. Ja, weil den Obst niemand will, du schimmlige Zeug. Sakra. Nein, schimmlig kann man nicht sagen. Schmeckt sogar äußerst lecker. Aladdin. Thank you.
Firmament. Aladdin, ein Juwel fern im Orient. Ah, jetzt wird mir alles klar. Aladdin, ein Stern hoch am Firmament. Aladdin, ein Juwel fern im Orient. Ja, und wie geht's heute weiter? Effendi, seid nicht böse. Aber wenn ihr die ganze Zeit dazwischen redet, hab ich keine Lust weiter zu erzählen. Am besten wird sein, ihr seid einfach still und hört hier zu. Oh, schon sehe ich dort drüben Aladdins Mutter herkommen. Oje, was ist denn hier los? Alle stehen sie um meinen Aladdin herum. Das kann nichts Gutes heißen. Aladdin? Hm? Ah, da bist du ja. Dein Junge hat schon wieder eine Orange geklaut. Aladdin? Hm. Und ah, mein bester gelber Ruben. Aladdin, die war kein bisschen schimmelig. Aladdin, es reicht. Jetzt gibt's Hausarrest. Aber... Kein Aber. Es reicht. Ständig gibt es Ärger. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 18, oder? Und benimmst dich wie ein Fünfjähriger. So, ab nach Hause. Stopp. Halt. Ja, was denn noch? Eine große Orange nach 10 Jahren. Hast du auch gehört? Hier mindestens so schimmelige gelbe Ruben. Nach 5 Jahren. 10 Jahren? 5 Jahren? 15 Dirham? Ist das nicht ein bisschen teuer? Günstigst, ein Geschenkle. Je, ich habe nur noch 5 Dirham für den ganzen Monat. Könnte ich nicht nächsten Monat? Ungern. Du hast ja noch Schulden vom letzten Monat. Über 100 Dirham allein bei mir. Was? Mir hat sie die Miete auch noch nicht bezahlt. Das sind schon 1000 Dirham auf. Da hast du einfach Schulden. Buah. Hier, bei meinem Mann ist halt von 5 Jahren. Wir können ja alle nichts dafür, dass dein guter Aladdin 10 Jahre gestorben ist. Ein guter Mann, du kannst wieder ein Junge. Und weil er so ein feiner Mensch war, der Aladdin 10 Jahre, hast du noch einen Monat Zeit, das Geld zu bekommen. Dann wäre nicht mein Wissen Sultan. Dann gibt's Hilfe! Was? Knast! Was? Tennis! Mit dir in der Uhr! Hörst du mir? Auch wenn ich nicht weiß, was das machen soll, schickt dein Junge noch Arbeit in seinem Alter, haben alle eine Arbeit. Wer soll daraus lernen? Hast ihr recht. Komm, Aladdin. Und so, wertes Publikum, war es wohl wirklich nötig, ein ernstes Mutter-Sohn-Gespräch zu führen. Doch wie geschieht mir? Ein Hauch eiskalten Windes in dieser Wüstenglut? Wolken am Himmel? Da braut sich was zusammen. Kompass sich nur noch im Kreis. Das kann nur eins heißen. Was? Genau, nur eines. Ah, ich weiß, der Kompass ist kaputt, alle Blunder. Kann doch zwei Sachen heißen. Ja, doch zwei. Das ist es aber nicht. Sondern wir sind am Ziel. Aha. Und jetzt? Jetzt suchen wir den Aladdin. Dein Vater zum Beispiel war Schneider. Und dein Großvater auch. Das wäre doch bestimmt
für dich. Nein, da muss man den ganzen Tag sitzen. Das ist nichts für mich. Oder auf dem Markt arbeiten. Tischler, nee, da muss man den ganzen Tag sägen. Aber auf dem Markt könnte mir man eigentlich nicht stehen. Ich kenne nämlich alle Tricks. Oh, ah! Oh. Verzeihung, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Schaffer von Leiblach mein Name. Ich und meine dressierten Frösche suchen einen gewissen Aladdin. Das würde mich schon interessieren, wie man Frösche dressiert. Ich versuch's nochmal. Ich und meine Tierchen da kommen von weit, weit her weg und suchen einen Aladdin. Er hier in Gegend wohnen tun. Lies mal da oben. Lass mich lästiger Frosch. Ihr nichts gut verstehen, meine Sprache. So, präzisieren wir mal ja, zu. Ja doch, diesen Aladdin, den sie da suchen, das bin ich. Du? Er. Ah, du. Mein Vater hat auch Aladdin geheißen, doch ist leider schon vor langer Zeit gestorben. Oh, das tut mir leid. Ja, wie gesagt, ich komme von weit her, denn ich habe in einem Zauberbuch gelesen, dass das... Super... Du machst nur alles kaputt. Sag einfach, du bist sein... Onkel! Schau mal, Mama, der tut so, als würde er mit den Fröschen sprechen. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz dicht. Ja, wie gesagt, ich komme von weit her, denn ich war vor vielen Jahren schon mal hier. Ich bin sogar hier geboren. Ja, und deshalb bin ich auf der Suche nach meinem lieben Bruder Dalabin. Dalabin? Kennen wir nicht. Aladdin? Kennen wir auch keinen. Xanidin? Aldolin? Aladdin! Ah ja, Aladdin, den suche ich. Mein lieben Bruder Aladdin, Aladdin Senior, den suche ich. So ein Schreck. Sie kommen hier reingestolpert und behaupten, dass Sie der Bruder meines verstorbenen Mannes sind. So ein Schreck! Donna Lütchen, die Alte fällt um. Und wenn es stimmt? Du bist ein schlauer Junge, das sehe ich sofort. Naja, ihr müsst wissen, ich habe nicht immer Schaffer geheißen. Das ist nur mein Künstlername. In Wirklichkeit heiße ich nämlich Schaffer. Deshalb habe ich mich dann später Schaffer genannt. Aladdin Schaffer? Ja, ich hatte einen großen Bruder, Aladdin. Dann kam ich, Aladdin. Hätten wir noch einen Bruder gehabt, hätte er Zeladin geheißen und so weiter. Delabin, Eladin, Efladin und weiter kann ich nicht. Das ist mir neu. Und warum kommen Sie jetzt so plötzlich? Naja, ihr müsst wissen, ich bin nicht mehr der Jüngste. Als Kaufmann war ich sehr erfolgreich. In der Ehe nicht gerade so sehr. Naja, und da ich wahrscheinlich in meinem Alter keine Kinder mehr bekommen werde, und noch keinen Nachfolger als Kaufmann habe, habe ich gedacht, das Vermögen von mir soll der Familie meines Bruders zufallen. Wahnsinn! Cool! Ich habe etwas zum Essen mitgebracht. Na, Aladdin, wäre das nichts für dich? Kaufmann, da kommt man um die Welt und verdient nicht schlecht. Ich hab das Gefühl, du wärst schlau genug dafür. Endlich Arbeit! Aladdin, das ist doch eine glückliche Gelegenheit. Nein, eigentlich nicht. Ich habe keine Lust, Händler zu werden. Das Leben lang herumzureißen, Dinge zu verhandeln. Kannst du denn das nur sagen? Aladdin, ich kann's nicht glauben. Naja, der Onkel wird uns sein Vermögen sowieso vererben. Damit du es verpassen kannst? Nein! So haben wir nicht gewettet. Entweder du lernst von mir oder bleibst, was du bist. Mit deiner Familie arm und hungrig. Ich gebe dir eine Woche den Zeit. Das ist zu lang. Es muss morgen Nacht sein. Oder erst in 100 Jahren. Oh, ja klar. Ich gebe dir bis morgen Abend den Zeit. Ein Kaufmann muss schließlich schnell entscheiden können.
Euer Glück. Er soll es sich gut überlegen. Salam alaikum. Alaikum salam. Bravo, du kannst doch wirklich alles kaputt machen. Aladin, das musst du machen. So eine Gelegenheit bekommst du nie wieder. Oder willst du als armer Bettlein? Bist du wirklich so faul? Ihr habt ja recht. Es würde mir schon gefallen, Händler zu werden. Nur der Onkel kommt mir irgendwie komisch vor. Als hätte er ein dunkles Geheimnis. Ach Junge, wenn du es machst, hast du auf alle Fälle etwas gut bei mir. Ja, alle Leute, bei mir auch. Ja, ich gehe ins Bett. Ja, gehen wir schlafen. Vielleicht träume ich, was ich machen soll. Schau, Samit, so große Äpfel. Die sehen gut aus. Stimmt, schau, ein für dich, ein für mich. Mach Platz für Prinzessin Soraya. Lass Wasser ein. Prinzessin Soraya möchte ein Bad nehmen. Mach Platz. Mach Platz für Prinzessin Soraya. Lass Wasser ein. Prinzessin Soraya möchte ein Bad nehmen. Mach Platz. Auch eine Prinzessin hat leider ihre Pflichten.
befürchten, ob der begangene Tag noch seinen Kopf zu verlieren. Doch so weit ist es noch nicht, denn das Schicksal nimmt oft eine gute Wendung, wenn es am düstersten uns anfunkelt. Bei den großen Nächten hört mir zu, was nun geschah. Ein Mann kam zu Aladin in die Gefängniszelle und gab sich als sein Onkel Schaffar zu erkennen. Er sagte, er habe den Sultan überredet, Aladin freizulassen, wenn er sich bei ihm als ehrbarer Händler ausbilden lasse. Da nahm der Junge einen Luftsprung oder zwei, küsste seinem Onkel die Hände und versprach mit Freuden, alle seinen Unterweisungen nachzukommen, um der beste Kaufmann aller Zeiten zu werden. Da nahm der Onkel seinen Neffen mit und reiste mit ihm ohne Verzug ab in die Wüste. Danke nochmal, Onkel, dass du mir geholfen hast. Schon gut, mein lieber Aladin. Du musst mir nicht mehr lange danken. Fürchen. Du, Onkel, wie wird man eigentlich ein Prinz? Prinz? Wieso Prinz? Weißt du, die Prinzessin Soraya ist so hübsch und sie riecht so gut. Und du sollst mal ihre Augen sehen. Was hat er denn jetzt mit dieser Prinzessin? Lass mich überlegen. Meines Wissens nach gibt es keinen Zauberspruch, womit man jemanden einen Prinzen verwandeln könnte. Nein, der einzige Weg ist, als Prinz geboren zu werden. Also als Sohn eines Königs. Kein anderen? Dann möchte ich zurück ins Gefängnis. Komm, was hast du denn jetzt? Komm, weiter geht's. Es ein. Was hat er denn? Auf einmal wollte er ein Prinz werden und hat irgendetwas von einer Prinzessin gefasst. Und nun steht er da und wimmert. Dann ist alles klar. Er ist verliebt. Oh, verliebt. Schreck das nach. Ist das ansteckend? Nein, aber äußerst lästig. Wir können es aber gut ausnutzen. Stimmt's, Tretzler? Eh, klar. Hey, Aladin. Es ist alles klar. Du bist in die Prinzessin Soraya verliebt. Das ist zwar ein bisschen dumm, aber nicht aussichtslos. Echt? Ja, wenn ein Edelmann der Prinzessin das Leben rettet, darf sie ihn zum Prinzen ernennen. Aber nur einen Edelmann. Ich kenne mich gerade überhaupt nicht mehr aus. Aber es klingt gut. Nur angreifen werde ich nicht. Am Schluss steckt er mich an und ich bin dann auch noch verliebt. Mäh. Und jetzt eine gute Nachricht. Ich kenne eine Höhle, in der es so viele Diamanten gibt, dass jeder, der herauskommt, automatisch ein Edelmann ist. Und wo ist diese Höhle? Gleich da. Sadem und zuvor für Anakadest. Aladin, schnell rein hier. Du darfst dir so viele Diamanten nehmen, wie du willst. Aber die alte Lampe, die ganz hinten in der Höhle steht, gehört mir, verstanden? Okay, aber geht die denn nicht mit? Nein, es steht geschrieben, dass nur du und nur heute Nacht die Höhle betreten darfst. Beeil dich, du hast nicht mehr lange Zeit. Nur noch 3 Minuten. Okay, für meine holde Prinzessin Soraya. Für wen ist mir eigentlich egal? Hauptsache, bringt mir die Lampe. So, was habe ich mir da nun wieder eingebrockt? Warum leuchtet es hier denn so? Das sind ja alles Diamanten. Schnell davon ein paar in die Säcke stopfen. Was? Diese Lampen will der Onkel haben? Das muss ein Irrtum sein. Der wird schimpfen, wenn ich ihm das kaputte Ding bringe. Beeil dich, noch 1 Minute. Mann, das hätte ich ja fast vergessen. Ach, ich finde jetzt keine andere Lampe. Nehme ich eben diese hier. Alle mitzählen! 20, 19, 18, 17, 16, ich bin 15, 14, 13, 12, 11, gib mir 10, 9, 8, 7, 6, 5, ich bin nicht der Lampe, ich bin der Lampe. Was sagst du? Toll, alles verbockt. Wenn was in die Hose geht soll, muss man ja nur dich fragen. Wenn der so einen Dickschädel hat, sagt er doch die ganze Zeit Onkel zu mir. Da stellt sie mir die Haare am Rücken auf. Das war doch unser Trick, Onkel zu sagen. Was jetzt? Jetzt gehen wir. Wir haben die Lampe nicht, aber sonst hat sie auch keiner. Und übrigens, ich habe jetzt mal einen Plan. Eingesperrt für alle Zeiten.
Also will ich jetzt an meine holde Prinzessin Soraya denken und sterben. Aber so dunkel brausen auch wieder nicht zum Sterben. Ich habe ja die Lampe. Vielleicht kann ich ein Feuer machen. Anstecken habe ich nichts. Vielleicht hat die Lampe ein Zunderfach. Wow, die brennt ja von selbst. Das ist ja cool. An den Rauch kann ich mich nicht gewöhnen. Ist das ein rauchiges Patent? Da ist ja jemand. Hast du in dieser Lampe gerieben? Hallo, du willst verstehen, welche Sprache ich sprechen soll. Do you speak English? Hablas Español? Nein. Lateinisch, du kennst eine Latine. Oder Kassi, das ist wieder die Tretsch. Deutsch? Na endlich hast du in dieser Lampe gerieben. Ja. Er hat an der Lampe gerieben, seit 12.000 Jahren, mit Federnamen, alle 100 Jahre. Jemand, der wirklich gerieben hat. Hey, Großer, aufwachen! Aufwachen, ein Kunde ist da. Was? Ein Kunde? Noch eben erst eingeschlafen. Seit 90 Jahren Schafe zählen. Nie hat man seine Ruhe. Meister, was darf es sein? Hast du einen Wunsch? Sag doch was! Ach, immer mit der Ruhe, Geistchen. Vielleicht wollte er gar nicht treiben. Sag mal, kennst du dich überhaupt mit Flaschengeistern aus? Flaschengeister? Hab ich noch nie gehört. Wie sagen die Flaschengeister, wenn ihr aus einer Lampe kommt? Das ist eine gute Frage. Oh, komische Frage. Ich fühle mich auch eher wie ein Flaschengeist, nicht wie ein Lampengeist. Aber wieso reibst du, wenn du nicht weißt, was es bedeutet? Ich wollte Feuer. Hörst du das? Du wolltest Feuer? Das ist hier mit dem mächtigsten und größten Geist aller Zeiten. Und seinem Lehrling. So tun und wissen. Feuer? Ich kann alles machen, alles schaffen, was du mir befiehlst. Alles? Fast alles, aber nicht besonders oft. Du hast 3 Wünsche frei, überleg sie dir gut. So, Geistchen, danke. Jetzt lass mal den großen Schwatzen, und zwar Klartext. Also, reiben, sagen, wünschen und erfüllt. Auch große Sachen. Aber keine Toten oder Verletzten. Wir sind ja keine Zombies. Und Liebe schon gar nicht. Diese Schmurserei ertragen wir nicht. Alles klar? Okay, aber ihr sagt, ihr seid die mächtigsten Geister der Welt und seht dabei aus wie 2 Kasperlocken. Ich werde euch rufen, wenn ich euch gebrauchen kann. Bis dahin wollte ich eigentlich nur Feuer und selber sterben. Dann kann der gehen. Und tschüss. So, weg sind sie. Und beleidigt. Die Kinder, habe ich das gerade eben geträumt? Waren wirklich Geister hier? Ja. Haben sie gesagt, ich hätte 3 Wünsche frei? Ja. Das wäre ja was. Einmal reiben und 3 Wünsche frei. Was soll ich mir wünschen? Vielleicht einen fliegenden Teppich, um hier rauszufliegen? Ja. Ich glaube, ich wünsche mir lieber den fliegenden Teppich. Ich habe einen Wunsch. Ein Wunsch? Ein Wunsch? Hey, Großer, aufwachen! Ach, wenn das wieder ein Fehlalarm ist, dann setze Boom also deine Ohren! Ich habe einen Wunsch. Ein Wunsch? Ich bin ein Teil von jeder Kraft, die stets das Gute will, oft das Böse schafft. Das ist nicht von mir, sondern von Goethe, einem großen deutschen Dichter. Oder so ähnlich geht der Spruch. Nun denn, Meister. Ich möchte einen fliegenden Teppich besitzen. Das ist alles? Nur einen fliegenden Teppich? Das ist so etwas Ordentliches. Na, die kleinen Sachen kannst du ruhig du versuchen, Geistchen. Du musst aber ganz genau sagen, mein erster Wunsch ist und dann, was du dir eben wünschst. Mein erster Wunsch ist, dass ich einen fliegenden Teppich besitze. Halsa, Balsa, einen Teppich fliegend. Balsa, Alsa, ja, den wette ich. Wow, 1000 Dank! Nicht zu danken. Wenn wieder was ist, bleib an. Und tschüss! Endlich kann ich nach Hause fliegen. Teure Prinzessin Soraya, ich komme!
Höhle. Doch Aladdin hat Allah sei gepriesen, die Höhle gut verlassen können. Nun konnte er also sein leichtsinniges Leben weiterführen. Doch habt ihr es bemerkt? Aladdin hat sich verändert. Tief in seinem Herzen regt sich etwas ganz Besonderes. Könnt ihr erraten, was? Ja. So jung seid ihr es schon zu kennen. Und ihr, Damen und Herren höheren Alters, zu alt euch noch zu erinnern. Aladdin ist verliebt in Prinzessin Soraya. Wie das wohl weitergeht, sehen wir selbst nach.